Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spiritfahrer. Ich hoffe, die Folgen sind in Ordnung. Bis zum Morgen schlafen, ja? Wir wollen ja morgen wieder was erleben. Oh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ah, macht mich schon sehr, sehr glücklich und stolz. So, mal gucken. Wir können natürlich die Schatzkarte mal uns näher angucken. Gucken wir einfach mal. Wir gucken gleich mal in unserem Inventar. Wo war die denn nochmal? So. Dann können wir mal gucken, wo sie aufgetaucht ist. Oben könnten wir noch mal gucken. Hier unten kommen wir ja nicht hin, oder? Wegen dem. Was sind denn diese Käferchen? Also hier können wir durch, weil die sind ja so Laschi. Sind denn hier oben noch so Laschis? Nein. Laschis. Hier. Könnten wir. Ich bin mir nicht sicher, was war denn hier nochmal überall? Hummingbär. Und was ist das? Ich weiß es eben nicht. Also, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal zu alten Wegen hin. Wir gehen erstmal hier hin und dann darüber. Wecken wir die mal. Guten Morgen. Aufstehen, meine Süßen. Schlafmützen. So, wir kochen mal. Was könnten wir kochen? Wir könnten ein paar Kaffeebohnen rösten. Oh, guck mal, das geht relativ schnell. Das ist auch schon mal gut. Weil wir müssen auch immer mal dran denken, dass wir... Bing. So. Apfelkuchen, Kondox. Guck mal, das können wir auch finden und sammeln. Was ist denn das? Kaffeebohnen. Oh nein. Das hätte ich machen können. Zitrinen. Ah, so. Das gereicht. Verkaufen. Das können wir verkaufen. Was war denn hier los? Hörst du, ich mag vielleicht ein Schock für dich sein, aber ich bin bereit zu gehen. Ich kann einfach nicht mehr dagegen ankämpfen. Aber es ist in Ordnung. Ich weiß, dass du bei mir bist. Bring mich zur Immerpforte, wo du Sharon getroffen hast. Ich bin bereit, glaube ich. Können wir sie nicht für immer behalten? Einfach nicht hinkommen. Auch wenn sie unglücklich ist. Nee, ist schon gut. Sie ist bereit. Wir müssen sie... gehen lassen. Wir müssen sie auch täglich füttern, wenn sie da ist. Was passiert da mit ihrem Haus? Dann weiß ich nicht. Machen wir das wieder ab? Wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht. Aber brauchen tun wir das ja denn nicht. Wir machen ja nicht. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens die Materialien wieder. Oh, das ist mir nicht so wichtig. Ja, wir halt gleich daher. Oh ja, wir müssen neue Koordinierer. Ja, schnell. Guck mal, das wird deine erste sein, oder? Wie ja, du... meine erste. Aha. Ist nicht einfach. Aber hey, niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Nichts auf der Welt ist einfach. Wenn es einfach wäre, hätte es jeder. Aber ich meine, sie hat ihr Leben gelebt. Sie hat ja schon mal gesagt, dass sie nicht mehr möchte. Hat sie erwartet, dass sie
dennoch trotzdem noch ein zweites Leben quasi führen muss, das Leben nach dem Tod? Vermutlich nicht, oder? Also vermutlich ist es eher so. Na, guck mal. Ich werde versuchen, dann einfach demnächst mal vorbeizugehen. Das ist schon traurig, oder? Oh, als ich die Beförderung von Global angenommen habe, dachte ich, dass es klappen könnte. Und ich hatte es auch schon fast geschafft. Ohne meine Krankheit hätte ich wirklich etwas bewirken können. Als ich aufs Land gezogen bin, musste ich mein Klavier und meine Nähmaschine überführen lassen. Und dann bin ich einfach dort geblieben, um möglichen Probleme aus dem Weg zu gehen. Überall bin ich mit den Macmillans über den Weg gelaufen. Cat wollte immer, dass ich mit ihm und seinen Freunden ausgehe. Aber ich konnte ihnen nie ganz trauen. Das sind alles Deppen. Nun, ich verwende den Begriff nicht leichtfertig. Wenn sie das sagt. Ah, mal rübergehen. Wir müssen alle Städte mal nochmal abgehen, um zu gucken, ob wir nicht was Neues dort entdecken können. Bam, 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 bam. Ahornstamm. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Und die Erde bebt. Oh, das ist wirklich cool. Sie war also krank in ihrem Leben. Schon nicht so schön. Deswegen hat sie sich auch das Leben genommen. Im Elternhaus. Das ist schon nicht so schön. Na denn, kann man immerhin... Deswegen ist sie auch geflohen. Natürlich, sie ist geflohen, weil sie nicht... Sie wollte ja eigentlich nicht sterben. Sie wollte nur nicht, dass die Krankheit sie hinwegrafft. Ich hab verstanden, sie wollte niemand zur Last fallen. Ich habe dieses merkwürdige Gefühl. Ich habe ziemlich großen Hunger. Okay, sie hat Popcorn. Oh, danke. Ich liebe Seelentröstergerichte so sehr. Ich glaube, ihr Hunger... Oh, danke, ich hatte richtig Hunger. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Hunger nicht ein anderer Hunger ist. Aber ja, ich finde das immer tragisch. Ich war ja sehr lange Zeit im Krankenhaus. Und ich habe im Gespräch mitgehört... Von einer älteren Person, die sich über ihre Verwandten... Ja. Schnell, er will doch bestimmt, dass ich wieder Blitze fange. Ich will aber keine. Oh, doch, muss ich. Ein Gewitter, möchtest du... Nein. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, heute mal nicht. Aber ich wollte dir was zu essen geben. Guck mal, was ich hier hab. Was? Schweinekotelett? Junge, Junge, Junge. Ich bin so aufgeregt. Die sehen so verdammt lecker aus. Und sie sind es auch. Keimlich, du bist ein Wunder. Wusstest du das? Oh, das ist einfach nur so gut. Aha, jetzt fühle ich mich etwas schuldig. Es tut mir leid, dass ich dich auf so viele kulinarische Botengänge schicke. Weißt du, es gab da diesen Jungen bei der Arbeit. Craig.
Wir hatten immer diese ewigen anstrengenden Gewerkschaftsverhandlungen, die ganze Nacht lang. Irgendwann kam immer alles zum Stillstand. Alle hatten Riesenhunger, aber die Restaurants waren schon geschlossen. Deshalb habe ich Craig auf diese endlosen 24-stündigen Einkaufstrips geschickt. Dabei setzte ich unmögliche Dinge wie Safran, Ruß und sogar Anis auf seine Einkaufsliste. Irgendwann so gegen 2 Uhr in der Früh. Unser Ziel war es, die besten Koteletts der Welt zuzubereiten. Eine Mahlzeit für alle, für beide Verhandlungsseiten. Und die erhitzten Gemüter zu kühlen und die knurrenden Mägen zu beschwichtigen. Ersteres hat nicht immer geklappt, aber immerhin wurde jeder satt. Ich weiß nicht, wie er es angestellt hat, aber Craig brachte immer alles von meiner Liste. Im Scherz habe ich ihm gesagt, dass er vielleicht beim Leuten einbrechen müsse, um alles zu finden. Meine Güte, vielleicht hat er das tatsächlich getan. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, Keimling, aber es hat wie damals geschmeckt. Auf dich und Craig. Nice. Mir ist auch überglücklich. So. Das weiß ich natürlich nicht. Jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Hatten wir das schon? Ach, guck mal. Wir waren doch neulich hier. Oder sehen die Statuen überall gleich aus? Hier. Ach, die haben wir auch leer. Okay. Nee, wir waren hier schon. Ja, das weiß ich, aber... Haben wir denn hier alles schon gesehen gehabt? Ich weiß, du hast einen Schlüssel bekommen, aber hast du den Schlüssel auch nutzen können? Ja. Guck mal, hier ist auf jeden Fall noch was drin. Guten Tag. Kaufen. Komme ich einfach nicht lang, weil ich mir das gespart hatte. Was Neues scheint es hier dann auch nicht zu geben. Nee, hier gibt es nichts Neues. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn ihr was wisst, dann schreibt's bitte, dass ich das weiß. Bitte, ja. Mach das. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Ja. So können wir nicht mehr steuern. Oh oh. Gehen wir da nochmal rüber. Ich glaube, da war leider auch nichts mehr. Tschüss. Aber hier müssen wir nochmal. Ein Pilzsalat. Oh Gott, ich glaube, ich muss doch nochmal umändern. Ich möchte anstatt dort... Das wird nicht klappen, oder? Gucken einfach mal. Gehen wir noch was kochen? Karotten. Karottensuppe. So. Wir gucken einfach mal, ob wir da hinkommen. Wenn nicht, müssen wir mal auf. Klipp, 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 klipp.
Wolf? Ach, Wolffasern. Wolffasern, genau, sind Wölfe. Ein Schafpelz. Genau, das dachte ich gerade, hä? Wäre schon strange. Was du, als Kind habe ich dir schon mal Faden? erzählt? Ich habe hier Fäden. Damit wollte ich Stoffe für dich weben. Aber ich kann sie dir geben, wenn du es selbst tun möchtest. Möchtest du die Fäden? Möchtest du sie? Hier bitte. Du hast keine Wahl. Oh Mann. Tut mir leid, mir geht's ganz gut. Ah. Ich hatte eine Wahl, aber ich war mir nicht sicher, ob sie mir die Fäden dann einfach nicht gibt. Ich habe als Kind Gras gepflanzt. Ich hatte so einen kleinen Oh, Kübel am ich habe Acker. was anderes gedacht. Weil mein Opa Ich so dachte, viel er Gras sagt mir gepflügt jetzt hat. gerade, dass er Gras ge. Als Kind. Nein. Sowas hatten wir nicht. War zu teuer. Aber mein Opa hat auf jeden Fall ganz viele Wellensittiche und so, weißt du? Ganz viele Vögel. Weiß nicht, ob was Wellensittiche waren. War voll geil auf jeden Fall. Und ich habe dann selber Gras angepflanzt und. Wenn du es sagst. Wie, wenn ich es sage? Ja, ich habe Wirklich? Gras angepflanzt. Das will. Wenn Bowie euch erzählt, der hat Gras angepflanzt. Woran denkt ihr da? An Gras oder an Gras? Ja, sag noch so, ja, dann erklärt alles, warum du so verpeilt bist. Nee, das habe ich gar Du nicht killst die gesagt. ganze Zeit. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Sie hat vielleicht gedacht. Nein, Gedacht, setz ne? mir keine Wörter in den. Sie hat sowas nicht gedacht, aber ich hätte. Ich ha du hättest es gedacht, wenn ich das gesagt hätte, oder was? Oh, Nein, das merke ich mir. Oh, ich hätte. Arschloch Bowie, Arschloch Bowie. Nein, also ich Das hätte. merke ich mir aber. Ich kann mir vorstellen, dass du es gedacht hättest, weil Ja, dich ja, einfach ja, mal. ja, 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 Weil ich ja, ja, manchmal ja. schon wirklich sehr verfeilt bin, weißt Nein, bist du gar nicht. Du bist immer total konzentriert und bei der Sache. Lüge also nicht. So, wir sehen uns dann morgen. Bis dann und tschüss. Ciao. Dankeschön und denk an das Like. Todes.